Liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Für das heutige Projekt benötigen wir diese Vorrichtung. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und zwar findet ihr das oben rechts. Falls ihr Interesse daran habt, so eine Schale herzustellen, dann müsst ihr euch erstmal diese Vorrichtung bauen. Geht ganz einfach. Ich habe es im Video aber trotzdem auch ein bisschen detailliert gezeigt und erklärt. Das Material, was ich verwenden möchte, ist Esche und Eiche. Ich will dieses Material etwas breiter machen, denn wenn wir nachher mit der Tischkreissäge, mit dem Sägeblatt in das Material eintauchen, wird sich der Radius etwas vergrößern. Je tiefer wir reingehen, brauchen wir mehr Material in der Breite und deshalb werde ich etwas Eiche dran leimen und dann können wir mit dem eigentlichen Arbeitsvorgang beginnen. So, wie gesagt, ich säge jetzt erstmal hier 4 Streifen raus, leim die dann erstmal dran. Wir werden hier zwar die Mitte anzeichnen, aber dort nicht reinbohren. Denn das Reinbohren, das machen wir hier mit der Platte. Wir werden aber hier trotzdem erstmal die Mitte anzeichnen. Jetzt haben wir zwar den Fehler gemacht, auf der anderen Seite reingebohrt, aber das ist überhaupt kein Thema, weil das sowieso nämlich nachher rausgefräst wird oder rausgesägt wird. Und jetzt machen wir dasselbe noch einmal mit dem hier. Es ist lange her, dass ich das gemacht habe. Deswegen habe ich das nicht mehr in Erinnerung. So, dann machen wir hier doppelseitiges Klebeband drauf. Und das, um diese Deckplatte auf dem Werkstück zu fixieren. Dann nehmen wir uns den passenden Bohrer mit einer Zentrierspitze am besten und dann setzen wir das schön mittig auf die Markierung. Ich werde jetzt das grobe Blatt mit der groben Verzahnung erstmal ausbauen. So. Wir fahren erstmal runter. Worauf wir jetzt achten müssen, ist die Mitte von dem Sägezahn, also wo die höchste Stelle ist. Die Mitte ist bei mir hier.
Da hatte ich damals auch mit dem Edding das mal angezeichnet. Nehmen jetzt die Vorrichtung. Warum ich jetzt da die Mitte angezeichnet habe, das zeige ich euch jetzt mal. Dieser Bolzen, der muss jetzt auch mittig ausgerichtet werden. Das heißt, der Bolzen, das können wir ja machen, indem wir jetzt diese Vorrichtung auf dem Parallelanschlag etwas bewegen können. Einmal so mittig und einmal so. Also über dem Blatt im Parallelanschlag einmal festziehen, damit die Vorrichtung uns nachher nicht wegrutscht oder sowas. Einfach hier nochmal festziehen. So kann sich nichts mehr bewegen. Jo, es geht rein, lässt sich drehen. Naja, hier ist ein bisschen Spiel. Und zwar liegt das Problem an diesem Spalt. Und das gibt mir kein sicheres Gefühl. Deshalb werde ich hingehen, also diese Stücke lösen und dann hier ran schieben. Das machen wir so. Und zwar müssen wir natürlich uns merken, wenn das Sägeblatt auf Null ist, also unter dieser Oberfläche ist, wie viele Umdrehungen wir machen müssen, bis wir die Höhe erreicht haben. Also ich habe jetzt circa ja, so 5 bis 6 mm werde ich oben Material lassen. Und jetzt werde ich schauen, wie oft ich das Ganze nachher hochdrehen muss, um auf die Höhe zu kommen. Eins, zwei, nein, Sekunde. Ich bin jetzt schon durcheinander gekommen. Ah, so. Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, neun, elf, zwölf. Also fahre ich jetzt wieder runter. Gucken, ob das auch leichtgängig läuft. Diese 12 Umdrehungen würde ich auch in halben Umdrehungen, also das heißt in 24 Schritten hochfahren. Immer eine halbe Umdrehung, einmal drehen, halbe Umdrehung, hätten wir eine Umdrehung. Folgendes Problem. Ihr seht, hier hat es kurz Stopp gemacht. Es ging nicht mehr weiter. Das lag nicht am Sägeblatt, sondern am Spaltkeil. Unser Spaltkeil fährt ja mit hoch und der stößt hier gegen die Fläche. Wir wollen ja mit dem Sägeblatt in das Holz eindringen. Und der Spaltkeil, der stört. Das bedeutet, wir müssen den Spaltkeil entfernen. Sodele, jetzt haben wir hier unser Ergebnis, womit ich wirklich sehr zufrieden bin. Es ist natürlich, sind noch ein paar Sägespuren da, aber es ist doch fein. Was aber noch ganz wichtig ist, dass ihr am besten Viertelumdrehungen macht. Also die Umdrehung des Sägeblatts. Ja, in Viertelumdrehungen, in Viertelschritten hochfahren, das Werkstück einmal komplett drehen, dann noch eine Viertelumdrehung. So seid ihr erstens sicherer beim Arbeiten und zweitens habt ihr eine viel feinere Oberfläche. Bei einer halben Umdrehung
hat das Sägeblatt ein bisschen mehr zu kämpfen, weil der Widerstand zu hoch ist. Deshalb würde ich das nicht riskieren. Für den nächsten Schritt nehme ich meinen alten Schiebeschlitten, denn da werden wir nämlich das Werkstück nachher reinlegen und dann drauf drehen. Man könnte sich jetzt natürlich so ein Opferbrett nehmen, da eine Schiene, so eine Leiste dran machen für die Führung. Aber ich habe jetzt hier einen Schiebeschlitten, der ist gut geeignet dafür. Die Kante mit der hier bündig halten. Erstmal ausmessen, wo das Loch hin muss. Das sind 10,8. Ich habe ja bei dem ersten, habe ich ja durchgebohrt. Das war natürlich totaler Blödsinn. Wir bohren nicht durch. Und zwar bohren wir halt so circa 5-6 mm rein, dass wir unten noch den Boden drin haben. Das Teil darf natürlich nachher nicht in der Luft bleiben. Das heißt, wir sägen gleich mal den Kopf ab und lassen da auch wieder mal 5 mm übrig. Und da schaut jetzt so circa 5 mm oder was raus. Und das sollte jetzt ausreichend sein, um das Material draufzulegen, ohne dass es in der Luft hängt. Ja, mein Blatt ist stumpf. Es ist zwar einmal so rund und auch innen drin ist es halbrund, aber schöner wäre es, wenn wir hier noch eine Schräge drin hätten. So in etwa, ja, müssen wir mal schauen, das müssen wir jetzt ein bisschen nach Augenmaß machen. So, dafür nehme ich mir jetzt die Innenseite von dem Sägeblatt, peile das hier an die Kante an. Gehe ich mit dem Parallelanschlag hin. Setz das hier an dem Material dran, zieh den Parallelanschlag fest und so habe ich erstmal ein Maß vom Parallelanschlag zum Sägeblattzahn. Diesen Stift, vielleicht, ja, das reicht. Das nehmen wir, das bewegt sich nicht weg. Kanten, die werde ich jetzt mit meinem Bandschleifer schleifen.
So, jetzt kommt das Finish. Ich habe hier zwei Dosen. Das hat mir Patrick zukommen lassen, jemand aus der Community, den ich über Instagram kennengelernt habe. Das nennt sich Schmatze. Ich werde dafür nicht bezahlt oder sonst was. Ich bin nur neugierig und kann damit jemanden aus der Community unterstützen. Das steht ja auch drin, dass man das vielleicht bei etwas wärmeren Temperaturen verarbeiten sollte. Kann ich jetzt im Moment nicht, weil es nun mal etwas frisch hier drin ist. Lass mal ein bisschen erhitzen. Dann nehmen wir uns mal was. Ja, das geht schon viel besser. Oh ja, das ist wirklich sehr zäh. Was ich bei dem jetzt anders machen würde, wäre die dunkle Eiche wegzulassen bzw. aus einem Stück Holz machen. Von außen sieht das vielleicht nicht so schlecht aus, aber wenn ich mir das von innen anschaue, diese Ränder hier, die sind jetzt nicht besonders schön. Aber die Arbeit an sich, die Arbeitsvorgänge, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht. Eine Schale mit einer Tischkreissäge herzustellen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob das in Ordnung so ist oder was hätte ich anders machen können, ob ihr Ideen dazu habt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis demnächst. Ciao.